Alter Freunde des Lichts, ist der Prepper mit seinem Bug-Out-Bag unterwegs und muss sein Camp absichern vor Besuchern, die er lieber nicht hätte oder wo er zumindest gewarnt wäre, wenn die kommen. Dann hat er ja nicht irgendwelche Spielereien, Koffer, Klaualarmanlagen und solche Dinge in seinem Bug-Out-Bag. Da ist er eh schon genug drin, er kann sich ja nicht seinen ganzen Hausstand mitnehmen, aber er kann sich mit gefundenen Materialien draußen, kann er sich sehr leicht eine Alarmanlage bauen. Das zeige ich euch jetzt mal schnell. Ich möchte ja keine frischen, lebendigen Äste abschneiden, deswegen hier liegt zufällig so ein Haufen an Holzschnitt und hierher suche ich mir mal ein paar Teile raus, die ich brauche. Ich brauche zum Beispiel zwei kleine Gabeln, da habe ich schon eine, ja, die geht, die werde ich nehmen, wenn ich noch eine haben. Und noch einen kleinen Querstock, aber Querstock haben wir überall. Das säge ich mir jetzt mal schnell raus, dann komme ich, dann hole ich euch wieder dazu. So, zwei kleine Heringe habe ich jetzt. Klein. Und ein Stückchen. Jetzt brauchen wir hier nur noch eine Spitze dran. Aha, spitzen wir sie an. Was wir dazu noch brauchen, ist ein längerer, biegsamer Ast oder ein Bäumchen, das man auch Spannung halten kann, wie bei einer Falle. Was wir als nächstes brauchen, ist eine Dyneema-Schnur. Die hat 90 Kilo. Ja, 90 Kilo Bruchlast, also reicht weit aus. Das sind 300 Meter auf der Rolle. Und ein paar Dosen, da war ich so frei, bin ein Stück Weg lang gelaufen, geht nicht lang, stößt man auf Dosen, auch welche, die schon länger im Wald liegen, spielt keine Rolle. Es geht auch mit zwei Dosen, wenn es ein bisschen mehr sind, umso besser. Werdet ihr gleich sehen, warum. Aber mit zwei geht es auch, wenn man nur zwei findet. Nur kommt in die Dosen, wo es sein muss, jeweils ein Loch rein. Hier brauchen wir kein Loch machen, da haben wir hier einen Aufhänger. Gleiche und hier können wir hier dran hängen. Da brauchen wir auch keins, aber in die zwei mache ich jetzt erstmal ein Loch mit dem Messer. So, jetzt habe ich die Dosen alle jeweils an eine Dyneema-Schnur rangehängt. 80 cm, so fast einen Meter. Alle gleich lang und habe hier am Ende einen Knoten drauf gemacht. So, dann noch schnell einen Trigger geschnitzt. Auf einer Seite ein bisschen konisch zulaufend. Darf schön glatt sein. Man erkennt den Fallendraht auf gar keinen Fall. Ich sehe den jetzt, weil ich weiß, dass hier ein Draht ist. Deswegen kann ich ihn erkennen. Aber selbst tagsüber ist diese Falle nicht zu sehen, der Draht zumindest. Natürlich jetzt zum Beispiel die Dosen, der Dosenbereich hier. Wenn man die Falle tagsüber verwendet, der sollte dann ein bisschen abgetan werden, ist klar. Obwohl, Dosen liegen überall rum. So direkt auffällig dürfte es nicht sein.
Aber ein bisschen abtarnen schadet hier nicht. Und die Dyneema-Schnur, diese Signalschnur oder die Auslöseschnur könnt ihr nur sehen, wenn ich mit der Kamera ganz nah rangehe. Jetzt sieht man ja auch, ja klar, hier ist das Teilchen. Logisch sorgt man dafür, dass der Zugang von der Seite, wo man die Falle aufbaut, in dem Bereich der Falle leicht begehbar ist für denjenigen, also für den Besucher, dass der lieber hier diesen Weg geht, bevor er woanders durchgeht. Also das heißt, ein bisschen Sträucher platzieren, Hindernisse, sodass derjenige hier durchgehen muss. Und sobald er den Fallendraht berührt, wer weiß, vielleicht bringt euch diese Bauart einer Alarmanlage ja was. In meinem Buch, was voraussichtlich 2018 auf den Markt kommen wird, Prepper auf der Flucht, sind auch solche Dinge wie zum Beispiel diese Alarmanlage nochmal genau erläutert, genau der Aufbau ist dort gezeigt. Und auch andere Dinge wie welche Fallen, wie man was für ein Tier fangen kann. Weil man muss ja irgendwo an Nahrung rankommen, wenn der Prepper als reiner Stadtmensch jetzt auf einmal draußen in der Natur ist, vorher kein Buschkraften und kein Survival gemacht hat, muss er wissen, was er machen muss, wie er sich verhalten muss, wie er an Nahrung rankommt. Und das ist in diesem dritten Buch genau beschrieben. Wer weiß, vielleicht braucht ja der ein oder andere von euch solche Informationen, weil er nicht der Buschkrafter ist, weil er nicht der Survival-Spezialist werden will und jedes Wochenende oder ab und zu mal abends raus in die Natur und da lernen, wie man Feuer macht, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Vielleicht ist der ein oder andere von euch eher so eingestellt, dass er sagt, wenn eine Krise kommt, bleibe ich zu Hause. Da ist mein sicherer Ort. Hat er auch irgendwo recht, in den meisten Fällen. Aber auch der sichere Ort kann natürlich untergehen. Das heißt also, man kann unter Umständen gezwungen sein, die Wohnung oder das Haus zu verlassen, muss sich sein Bug-Out-Bag schnappen und raus und dann versuchen zu überleben draußen in der Natur. Dann braucht man natürlich Fertigkeiten. Und genau darauf ist mein drittes Prepper-Buch, der Prepper auf der Flucht, zugeschnitten. Ich denke schon, dass es 2018 rauskommen wird. So genau weiß ich noch nicht. Ach, vielleicht auch 19. Irgendwann auf jeden Fall nächste Zeit. Ich packe euch natürlich einen Link für die Dyneema-Schnur unten in die Videoerklärung mit rein. Klar. Wer sich dafür interessiert, so eine Schnur gehört in jeden Prepper Bugout. Wir können noch sehr, sehr viel mehr mit dieser Schnur machen. Sehr, sehr viel mehr. Einen schönen Nebeneffekt hatte die Aktion jetzt auch mit dieser Alarmanlage, mit dem Video. Es sind wieder ein paar Dosen entsorgt, weil ich entsorge sie natürlich ordentlich. Und ich krieg sogar noch Pfand. Ich habe sogar noch Kohle gemacht mit diesem Video. Boah! Wir sehen uns. Schön, dass du bis hierher im Video mit dabei geblieben bist. Wenn du gerne darauf reagieren möchtest, was mich sehr freuen würde, gibt es drei Möglichkeiten für dich. Einmal hier unten den Button abonnieren drücken, würde mich sehr freuen. Dann hast du hier unten die Möglichkeit Like oder Dislike zu drücken. Ist beides in Ordnung. Oder ganz unten einen Beitrag reinzuschreiben in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen. Mach's!